Gut, unser nächster Deckcheck ist blub, ein Standard-Deckcheck nochmal, und zwar Uwe Tassaplink. Ja. Wie gesagt, das Deck wird jetzt gespielt. Ich spiele schon, bevor es cool war. Ist einfach ein klassisches Flicker-Deck. Du kannst weiterreden. Du. Und ja, ist nicht schnell, aber generiert Value über die Turns. Und wenn man dann einmal so weit ist, dass man das Setup hat, ist es eigentlich ziemlich unangenehm zum Dagegenspielen oder sehr spannend, es selber zu spielen. Okay, ich muss gestehen, ich habe die Variante, ich habe das Deck gekannt als dreifarbiges Deck, eigentlich mit Schwarz, mit einer Reanimator Shell. Vorweg, warum hast du dich dagegen entschieden oder einfach weil du Uwe viel geiler findest? Es kann halt eben dadurch, dass Tassa Creatures blinkt, kannst du halt von Anfang an Value generieren, gleich mit den kleinen Creatures immer Card Draw haben, weil das Wichtige ist, dass du halt stetigen Card Draw hast, Okay. weil sonst macht es einfach nichts in dem Hostile Meta, sind wir uns ehrlich. Okay. Verstehe. Na gut, schauen wir uns den Deck an. Fangen wir wie immer mit der Mana Base an. Wir haben da 5 Inseln und 5 Plains. Ja, nicht so spannend, oder? Ja, nicht nett. Aber zweifarbig. Ich meine, was habe ich jetzt nicht viel erwartet, muss ich gestehen. Nein. Danke. Ja, du hast halt 4 Fabled Passage noch dazu, damit du ein bisschen was ausdünnen kannst. Ja. Weil man doch, wie gesagt, es passiert immer wieder mal, dass man was auf die Rule Deck legen muss oder kann oder soll und dann ist einfach weg. Tschüss, auf Wiedersehen. Ja, ansonsten ist einfach, das Deck ausdünnen ist marginal. Ja, das ist bei echten Fetch-Ländern so, und da hat man Ja, mehr als nur da vier. wären einfach, wenn ich einfach 4 Misty Rainforest, 4 Scalding Dawn und 4 Arid Mesa habe, bin ich besser drauf. Okay, aber dafür hast du, in dem Fall war da nicht möglich, deswegen hast du 4 Castle, 2-2, 2 weiße, 2 blaue. Genau, die machen in weiterer Folge, also die weißen Castles, ich bin noch immer begeistert davon, Okay. dass die wirklich was machen. Ich meine, in dem Deck nicht so viel wie in anderen. Aber weiße Castles machen einfach lästige Burschen und die sind gar nicht so schlecht wieder gegen so Doom Fatal Decks, weil du Ja. immer den Deppen wegsäcken kannst und du musst nicht die wichtigen Sachen wegsäcken. Ah, das ist geil, ja, das stimmt. Ich meine, ich bin von weißen 1-1er Castle-Viechern auch totgeschlagen worden, aber Ja, das das mit dem passiert immer Wegsäcken wieder. finde ich auch ganz cool. Ja. Und das andere ist das Castle Ardenvale. Ja, gut. Entschuldige, Scry. das Castle Ventress Redress, ist einfach eine Scry-Maschine. ja. Dann hast du noch 4 Hallowed Fountain natürlich, als Schockländer, ist eh klar, du bist zweifärbig, und auch die 4 Temple of Enlightenment dazu. Genau, also Hallowed Fountain, eh klar, 8 Doppelländer sind, brauchst du. Ja, ihr habt recht, es geht nicht. Non-Token steht oben. Was? Aber dann war das ein Fehler bei Magic Arena. Dann war das ein Bug von Magic Arena, weil ich konnte meine Token wegsäcken. Auch nicht schlecht. Du bist einfach Na ein schau. Schummelbär. Live on Stream und auf YouTube ein Schummelbär. Ja. Festgehalten für immer, ich habe schon immer gewusst. Ihr Haha. könnt Ha. ja Magic Arena eine Card schicken mit bitte. Geben Sie uns diesen Fehler bekannt und der wird nie beantwortet. Ja. auf jeden Fall. Skylander, wissen wir eh warum. Einfach um die Draws zu verbessern. Wir ziehen viele Karten im Deck und die Hallowed Fountain. Nicht eben um Chat die lesen, lass Mana-Base dich zu Chat lesen, verbessern. sonst bist du Ja, es screwed. ist, wenn du im Chat bist, ja. Ich habe es gerade gemerkt. Okay, dann schauen wir uns mal das Deck selber an. Das fängt nämlich an mit dem lustigsten aller Männer, nämlich mit dem, keine Ahnung, Fibble The Lost. Wieso kannst du den lesen und asiatische Namen auf Grabris nicht? Weil die viel schwieriger sind. Offensichtlich. Ja, also der Verlorene, der Homunculus, Ja. ist gut, weil du neben flickerst und die Karte ziehst. Er an sich selber ist wirklich eine Niederlage eigentlich, weil als 1-1er Legendary macht nichts, stirbt gegen alles und jeden. Aber in weiterer Folge kannst du ihn immer wieder flickern. Und dann, wenn er nicht nur eine Karte zieht, sondern wenn er mehrere Karten zieht, ist er dann dementsprechend besser. Gleich weiter mit dem Charming Prince, oder wie heißt der? Ja. Eben. Ja, Charming Prince. Oh. Charming Prince. Das ist der hässliche Charming Prince. Der ist immer noch hässlich. Verstehe ich, wie der Charming sein kann. Auf jeden Es Fall. geht nicht um die Optik, Christopher.
Okay. Solltest du gerade wissen. Der kann zum Beispiel deinen Freund flickern für Blitzebub. Der flickert den, dann ist auf einmal für Blitzebub viel besser. Ansonsten brauchst du eine große Anzahl an Zweier-Drops, damit du irgendwas an Bord machst in dem Deck. Weil Okay. du eigentlich erst viel später wirklich zum Spielen beginnst oder was ist deine Engine viel später erst, bei der Engine erst viel später beginnt zu laufen. Das heißt, du brauchst viel Stuff, den du am Anfang aufs Board picken kannst, damit du A, Jump Block hast, damit du B, Card Advantage generierst, den die Den anderen anderen Decks Decks eben eben über über Sachen machen. wie Grossbarrel und Uro machen und wo der Power Level von Uro und Grossbarrel natürlich bedeutend höher ist. Okay, alles klar. Was ich interessant, ich meine, der Charming Prince kann auch scryen, was ja auch ganz gut ist, um deine Combo Ja. zu finden. Was ich aber interessant finde, sind die zwei Brazen Borrower, weil die, ich meine, der Effekt ist gut, aber Flickern macht bei denen gar nichts. Nein, nein, also die willst du auch nicht flickern. Das ist wertlos. Aber du hast eben das Petty Theft oben drauf und musst halt einfach Stuff bouncen können, damit du am Board, also damit du dein Board weiter ausbauen kannst. Also Okay. du bouncest mal irgendwie ein fettes Viech oder du bouncest mal einen gegnerischen Planeswalker, mit dem du jetzt nicht interagieren kannst, damit du dann mit deinem kleinen Klumpert wieder Board Presence aufbauen kannst und weiter dann den Planeswalker pressuren kannst danach. Perfekt ist natürlich der Elite Guard Mage für jegliches Flickern, drei Leben und Karte ziehen. Genau, also wenn man den, das ist das eines der Haupttargets, zumindest im Midgame, um einfach stetig Life-Gain zu bekommen, um besser im Race zu sein, um die Handkarten zu verbessern, beziehungsweise um mehr Handkarten zu ziehen einfach. Und wer zieht nicht gerne Karten in Magic? Kostet aber 4 Mana, genauso wie die Tassa selber. Das heißt, oft ist wahrscheinlich die Entscheidung Tassa oder Elite Guard Mage. Und dann ist es wahrscheinlich gut, wenn du schon eben einer von den 2er-Drops hast, nicht? Ja, es ist also. Normalerweise spielst du Zweier Drop, Turn 3 noch ein Zweier Drop. Wenn du die Curve spielst, dann spielst du zuerst Guard Mage und dann Tassa, damit du Wirklich? noch eine Okay. zusätzliche, ja, damit du noch eine zusätzliche Karte ziehst. Okay. Also außer du hast Fibble the Dip, dann kannst Tassa spielen, den Komiker flickern, die Karte ziehen und dann spielst du Elite Guard Mage nach und kriegst dann pro Turn, also in einem Turn 6 Leben, End of Turn. Sweet, ja. Was natürlich auch gut ist, entschuldige, Bitte. ist die Ability von Tassa, Sachen wegzutappen, weil deine Kreaturen vom Power-Level her meistens schwächer sind als das, was in Standard gespielt wird. So ehrlich muss man sein. Also die Viecher alleine bis jetzt, sagen wir so, sind nicht die stärksten. Und deswegen muss man wegtappen, damit man auch die Planeswalker mal angreifen kann. Okay. Jetzt wird es ein bisschen fetter. Jetzt haben wir zumindest 2 Cavalier of Dawn. Genau, weil der Kollege eben jedes Nonland permanent eliminiert und der 3-3er-Golem vom Gegner, weil der 3-3er-Golem vom Gegner immer noch schwächer ist als er selber, als der Cavalier of Dawn. Ja. Und Cavalier of Dawn in weiterer Folge mit der Tassa flickern ist wundervoll. Also wenn der Gegner einen fetten Walker hinlegt und du kannst flickern, eliminierst den, 3-3er-Golem, alles fein. Okay. Dann hast du Agent of Treachery, zwei Genau, Stück. das ist Und dann. der ist die Krätzen ohne Ende, wie oft ich gegen den schon verloren habe. Boah. Ja, bitte. Erzähl, was er macht. Ja, einfach Sachen fladern. Und das ist dann das netteste der Gefühle in diesem Deck, wenn du einfach Agent of Treachery ein bis zweimal flickern kannst, den Gegner seine Threads wegnimmst oder kann einfach nichts mehr an Bord bringen. Das ist einfach nett und für den Gegner fürchterlich. Ja? Weil du baust dir halt dein Board auf und gewinnst dann oft mit Stuff vom Gegner. Also passiert mir immer wieder. Und du bist natürlich auch safe gegen gegnerische Agent of Treacheries, die deine Tassa fladern möchten, weil du dann die Tassa zurückfladerst, dann flickerst du deine Agent of Treachery und da fladerst du noch was mit. Haben wir auch schon gehabt, diese Spielsituationen. Wirklich. Das Ja? ist ja richtig zum Erbrechen. Entschuldigung. Ja, es ist, aber es ist so, du gewinnst nicht anders. Also mit Fibble the Burp wirst du nicht viel gewinnen. Außer der Gegner ist screwed auf zwei Ländern, hat vier Imbercleave in der Hand, ich weiß es nicht. Okay. Ja, ich meine, du kannst mit einem fliegenden Elite Guard Mage auch den Gegner tothauen. Oder halt Ja, mit Brazen natürlich. Boring, du Elite Guard Mage hast halt 6 Step Power in der Luft und reicht auch, oder? Ja, aber du fladerst zwei Sachen mit Agent of Treachery und der Gegner schiebt zusammen und du brauchst nicht mal mehr das Race machen. Also, von daher geht das schneller. Ich sage eh, dass der Agent der Wahnsinn ist. Ja. Gut, dann haben wir natürlich 4 Teferi. Hände hoch, überrascht ist.
Ah ja, doch Ja, niemand. alle sind überrascht. Es ist, aber die Karte ist einfach eine der besten in Standard. Also, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, aber die Karte ist unter den Top 3 Karten in Standard. Weil, Ja, das. was gibt es viel Besseres als den? Nein, er ist zu gut, um wahr zu sein. Ich glaube auch, das einfach vom Power Level her. Wie der Matthias hat den Vergleich damals gemacht mit Reflector Mage. Das ist eine Creature, eine 2-3er, ohne Static Ability, die einen Creature returnt. Und der macht das auch mit einem Enchantment oder mit einem Artefakt und du ziehst noch eine Karte. Und die Static Ability ist ja das, was ja fast viel schlimmer ist, weil wenn der Gegner spielt, den Bounce und du kannst dann einfach mal nichts machen, bis du wieder dran bist, ist halt das Problem. Ja. Gut, dann hast du noch zwei Omen of the Sea. Genau, das ist zusätzlich kritische 2-Drops. Kann nichts anderes dazu sagen. Tut mir Okay. leid. Dann mehr Enchantments in Form von Elspeth Conquers Death. Drei Genau, Stück jetzt. das ist eine super Karte. Also ich bin noch immer begeistert von der Karte und ich hab die ganz falsch evaluiert im Spoiler-Alarm damals. Die Karte macht wirklich einen riesen Impact, gerade auf diese UW-Shell oder UWX-Shells. Und die letzte Karte im Main-Deck sind drei Time Wipe. Ja. Was bei deiner Anzahl an Kreaturen schon viel ist, aber auf der anderen Seite, Tassa ist unkaputtbar und die Das ist unkaputtbar zweitwichtigste und Bounce da, oder wie? genau, also du bounce die wichtigste Kreatur, du bounce deinen Agent oder du bounce deinen Cavalier. Und du lässt halt Fibblepuff und den schieren Prinzen sterben, weil die haben meistens eh schon Charm geblockt und sind vorher aufangelt, ja. Okay. Passt. Dann gehen wir zum Seitenbrett. Da begrüßen uns Elspethen, aber die Ja. Sans Nemesis, was ich sehr überraschend finde, weil ich die Karte ja persönlich noch immer nicht toll finde. Aber du hast zwei davon. Ja, sie sind halt, sie haben halt schon Einsatzmöglichkeit, weil du sie eben dadurch, dass du so viele schlechte Creatures spielst, immer wieder ausgraben kannst. Ah, okay. Also das ist, und sie sind, ich meine, das Deck ist jetzt relativ gut gegen Mono-Rot Aggro aufgestellt, wo du halt viel Leben bekommst und viel Zeugs dem Gegner Spielst. vors Gesicht wirfst. Aber sie sind auch gegen Mono-Rot nicht schlecht, sie pressuren gegnerische Planeswalker im Control-Deck. Sie sind nicht Main Deck able, finde ich, aber aus dem Sideboard kann man sich schon überlegen, die hier und da mal zu bringen. Okay. Dann hast du Helios Intervention zwei Stück. Genau. Die hat sich ja in der Zwischenzeit immer mehr etabliert, teilweise sogar Main Deck mäßig, weil es halt so viele Enchantments gibt, die man killen möchte. Genau. Also es gibt immer wieder Enchantment Deck, das Oars of Life Gain Deck trifft man immer wieder mal. Da spielt viele Enchantments, dann gibt es ein Dedicated Enchantment Deck. Ja, das Weiß-Grüne halt, ja. Also hat schon Einsatzmöglichkeit. Okay. Dann natürlich Dovis Veto gegen das Kontrolldeck. Ja, nehmen wir dazu drei Mystical Dispute, zwei Dovahns Veto gegen die Control-Matchups. Einfach um die wichtigen Sachen zu protecten, beziehungsweise nicht aufs Board kommen zu lassen. Okay. Das große Problem ist einfach diese Teferis immer. Du willst auch gegen dich kein Teferi liegen haben. Ich meine, du hast kein Instant Speed Stuff, ja, Omen. aber. Gerade Omen, das war's. Ja, und halt Brazen Borer, aber trotzdem, es ist einfach, der Typ generiert so viel Value am Anfang. Ja, verstehe ich. Gut, und dann hast du noch die typischen Colorhose, die wir jedes Mal jetzt haben, wenn wir Standard haben. Du hast drei Aethergast gegen die rot-grünen Decks und du hast die Vote Decrease natürlich. Ja, das ist es. Das ist es. Das ist der Standard-Deck momentan von dir. Ja, ich spiele das derzeit, das ist ganz lustig. Okay. Wie fühlst du, also wie viel findest du das aufgestellt so gegen das Feld? Also ich finde, es kommt sehr darauf an, ob du am Play oder am Draw bist. Okay. Wenn du am Play bist, fühlt sich alles besser an. Wenn du am Draw bist, dann bist du meistens weit hinten, wenn du nicht wirklich curven kannst. Deswegen spielst du auch halt sehr jede Karte halt wirklich als Playset, um die dementsprechend zu ziehen. Ja? Also du brauchst einen Zweier-Drop. Kannst keine Hand nehmen ohne Zweier-Drop. Das kannst du komplett vergessen. Okay. Du musst halt Turn 4 was machen, ob das jetzt Tassa oder Elite Guard Match ist dann egal unter Anführungszeichen, du musst irgendwas aufs Board bringen. Weil eben die Kreaturen an und für sich nicht stark genug sind, aber durch die Synergien halt einfach wird das Deck gut. Alles klar. Ja, ich meine, du hast im Endeffekt 10 echte Zweier-Drops, wenn man die Brazen Borer dazu nimmt, hast du sogar 12 Zweier-Drops. Das heißt, dass du einen Zweier-Drop hast, unter Anführungszeichen, sollte eigentlich immer funktionieren. Und dann theoretisch auch einen zweiten für halt Turn 3. Ja, und da brauchst du halt einen von den 8 Vierer-Drops. Jo.
Ja, ist ein cooles Deck. Ich würde es super lästig finden, dagegen zu spielen, weil ich es einfach. Also, Charming Prince und Philipp und alle noch von mir ist okay, aber dieser Agent, wenn du auf 7 Mana kommst, dann will ich einfach schon. Dann, ja. Ich verstehe, dass die Leute zusammenschieben, weil es einfach nicht mehr lustig ist. Nein, es macht auch keinen Spaß mehr, dagegen zu spielen. Ja, passt. Wieder für unsere YouTube-Zuseher. Danke fürs Zuschauen. Christoph, danke fürs Vorstellen. Ihr könnt ja Kommentare und Video hinterlassen. Ihr könnt es auf Facebook, Twitter, Instagram erreichen. Ihr könnt uns nicht im Spiel am Wiener treffen, weil der hat noch immer zu. Aber dafür könnt ihr uns auf Twitch antreffen und mit uns chatten. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao, ba. Auf Wiedersehen. Und für die Twitch-Leute, wir haben unsere zwei Deckchecks haben wir gemacht. Wir sind auch für euch da. Fragen, Wünsche, Anregungen. Jetzt habt ihr die Chance, uns zu erwischen, live on stage sozusagen. Matthias hat vorher, entschuldige, Ja, der bitte. Matthias hat den Chat voll gespammt mit Ikoria Stuff. Ja.